Willkommen zurück auf meinem Kanal und herzlich willkommen zu einem neuen Aufgebraucht-Video von dem Monat September. Nein, Oktober. Oktober? Von dem Monat Oktober. Mein Gott, kommst du schon total durcheinander. So schnell wie die, wie das Jahr umgeht, wie die Zeit umgeht. Also vom Monat Oktober. Jetzt haben wir es doch. Ihr habt es gerade im Thumbnail schon gesehen, meine Tasche ist schon wieder rappelvoll. Ich weiß nicht, was ich immer alles aufbrauche, aber einiges. Ja, wir fangen einfach mal an, ne? Ohne lang zu schnackeln, fangen wir einfach mal an. So, leer gegangen ist mal wieder ein Paket Schmutzradierer. Diesmal die von Domol, also vom Rossmann. Warum eigentlich? Ja, genau, weil wir unsere Küche gemacht haben. Halt, wo ein Kühlschrank, wir haben einen neuen Kühlschrank bekommen und da, wo der ganze andere Kühlschrank stand und sowas, musste der Boden gereinigt werden. Und da ist ja natürlich auch Fett auf dem Boden. Und da kriegt man das wirklich am besten mit diesen Schmutzradierern weg. Kann ich euch nur empfehlen. Alles andere funktioniert nicht. So, dann ist nochmal leer gegangen. Auch wieder Papier. Hier einmal meine Kosmetiktücherbox. Habe schon wieder eine neue hier stehen. Ja, das geht immer schnell, wenn du so viele Videos machst, dann geht aber auch mal schnell alle. So, jetzt haben wir hier mal Plastik. Einmal von Vernell Fresh Control hygienische Powerfrische. Einmal ein Weichspüler. War das eigentlich vom Geruch her ganz gut? Oh ja. Vernell riecht eigentlich grundsätzlich gut. Also ich glaube, ich habe da noch nie irgendwie was Schlechtes gehabt. Dann habe ich ein Spüli gehabt. Das war Käse. Ja, das war von Action. Das habe ich mir mitgenommen. Das war nix. Das war vom Geruch her nicht und das war auch nichts von der Sauberkeit. Nee, super Finn Powerful Cleaning Soft Touch Konzentrat. Nee, also müsst ihr euch nicht mitnehmen, wenn ihr beim Action seid, ganz ehrlich. Nee, das war nichts. So, einmal, 00 WC Aktiv Reiniger ist auch wieder alle gegangen. Habe ich natürlich wieder einen neuen im Bad stehen. Dann von Denk mit Allzweckreiniger Frühlingsmoment. Was war der eine? War ja nicht so nix von Domol. Doch, der vom Geruch ist echt gut. Ja, aber irgendwie riecht alles immer so nach Putzmittel, ne? So Putzen. Also, aber das geht noch. Das kann man ruhig nehmen. Da gibt es auch verschiedene Sorten. Ja, dann noch leer gegangen ist von Dontodent, antibakterielle Mundhygiene. Jetzt habe ich mir mal eins mitgebracht, das war von DM jetzt, ne? Genau, und das andere, was ich mitgebracht habe, war jetzt vom Lidl. Wollte ich mal ausprobieren. Ohne Alkohol war das, war super, weil das war nicht zu scharf. Es gibt natürlich welche, die ätzen hier so richtig deinen Mund weg. Du kannst das nicht lange drin lassen, ne? Und das war richtig schön mild angenehm. Also das war super. Das kann man gut brauchen. Dann habe ich noch leer gemacht, weil in unseren Spender rein, in diesen Spender, Pure and Basic Feige und Birke, die Handseife, die habe ich mal geschenkt bekommen. Ja. Riecht richtig gut. Ja, richtig gut frisch und ja, die ist jetzt mal in unserem Spender geflossen. Dann ist leer gegangen von Downtown Paris. Ja, das Micellenreinigungsgel. Ich habe mein Make-up da echt gut mit runterbekommen. Viele mögen ja Micellenreinigungsgel irgendwie nicht, habe ich jetzt schon mal mitbekommen. Aber ich fand das richtig gut und kann ich nur jedem empfehlen. Hatten wir, glaube ich, mal in einer Abo-Box drin, ja. Also echt tolles Teil. Dann von Axe. Skateboard und Fresh Roses. 48 Stunden nonstop fresh. Einmal Deo von David ist leer gegangen. Er ist mal so nett und stellt mir das in die Küche, weil ich ihn schon mal gesagt habe, du kannst das nicht einfach wegschmeißen, die Mutter aufgebraucht Video machen. Jetzt stellt er mir das immer in die Küche, statt dass er das immer sofort ins Kämmerchen bringt und in den Korb schmeißt. Nein, das wäre zu einfach. Wir stellen das in die Küche. Ja. Und auch solche Exemplare. So, dann habe ich noch gekauft, weil die haben sie jetzt auch bei Domol in Pappe von die Vollwaschmittel. Pots. Die haben sie nämlich jetzt auch in Pappe. Das finde ich gut. Weniger Plastik. Gut für die Umwelt. So, dann habe ich noch mir so einen Vorteilspack gekauft. Waren drei Stück drin. Eins habe ich jetzt mit reingetan ins
nicht ins Klo, aber in dem Behälter von Alouette Deluxe feuchte Toilettentücher mit Shea-Butterduft. Ne? Das hat für mich immer noch den besten Geruch. Tolle Klopapier, feuchte Klopapier. Ja, genau. Es rutscht schon wieder was. Dann ist natürlich leer gegangen wie jeden Monat das Anti-Kalk-Gel von Domol. Jetzt habe ich mir mal Tabletten geholt. Leute, mir läuft die Nase. Jetzt habe ich mir aber mal die Tabletten geholt, weil die hatten das Flüssige nicht. Wo war ich denn? Keine Ahnung. Irgendwo war ich, aber da hatten sie nicht das Flüssige. Deswegen habe ich jetzt die Tabletten mitgenommen. Die sind ja genauso gut. Dann habe ich noch, oder besser gesagt, Monique leer gemacht. Dentodent Universal Aufsteckbürsten. Ja, die hole ich oft nach, weil sie halt immer zu viel drückt. Habe ich ja auch schon gesagt, darf sie nicht machen. Besonders bei elektrischen Zahnbürsten. Ja. Ist mal so ein Viererpack drin und die sind ganz günstig. Ja. Dann ist noch leer gegangen. Von Balea Man ein Deo. Ich mache das immer so. Eigentlich bescheuert, ne? Aber ich mache das mal so. Ich kaufe mal günstiges und ein etwas hochpreisigeres Deo und ja. Damit er nicht immer auch denselben Geruch hat, ne? Er verträgt nämlich nicht, ja, fast alle Deos. Gibt halt mal welche, die nicht so funktionieren, aber die hole ich dann nicht. Nochmal. So, dann habe ich von Ecotherapy Revive Shampoo ein Mizellen Detox Shampoo. Ich habe keine Ahnung, warum das hier vorne abgegangen ist, aber das klebte mir sowas von in der Badewanne. Das fand ich echt nicht schön. Und ja, Geruch war okay, Pflege, habe ich auch schon Besseres gehabt, ne? Aber okay, war, glaube ich, auch mal in einer Box. Dann, ja, mega, Leute, mega, Garnier Fructis, fliegendes Banana Hair Food, die Spülung ist davon leer gegangen, ich habe aber noch das Shampoo, oh, das ist einfach vom Geruch her, von der Pflege her, sowas von Banane, aber nicht künstlicher Banane, ist einfach mega, ne? Ich finde es klasse, also Spülung ist leider schon alle gegangen, muss ich mir nochmal nachkaufen, aber das Shampoo habe ich noch, ich weiß auch gar nicht, warum ich es nicht zusammen benutzt habe, aber irgendwie brauchte ich eine Spülung und habe ich danach gegriffen, weil ich noch Shampoo offen hatte. Naja, ist ja jetzt auch nicht so tragisch. Dann von Domestos hatten sie jetzt auch mal im Angebot Aktiv Blumen Blauspüler. Das Toilettenhängeding war richtig gut. Er hat so ein kleines Loch hier unten gehabt und da floss dann halt das blaue Wasser. Also das fand ich richtig gut, ja. Machen wir jetzt natürlich ab, ne? Pappe, Plastik. Das war mega. Jo, und Rock auch. So, ab ins Plastik. Dann ist noch leer gegangen die Jill Sander Sun, das Schauergel. Da kam noch ein Mühe raus. Also, das war, für mich war das jetzt nichts. Für mich war das nichts. Nee, tut mir leid. Der Geruch war nicht so toll, wie ich mir erhofft hatte. Und das hat nichts mit diesem Jill Sander Sun zu tun. Ich habe nämlich beide Parfüms. Ich habe einmal dieses Weiße, das Original. Und dann halt noch eine andere Variante von dem Jill Sander Sun. Aber ich fand das nicht gut und du hattest den Geruch gar nicht lange. Du hast dich abgeduscht, schon war der Geruch weg. Also das war nicht schön. Nee, das geht besser. Dann von Isana aus dem Adventskalender. Eine Seidenglanzspülung, trockenes Haar. Ja, war jetzt nicht die mega, mega Qualität. Ich benutze für meine Haare wirklich keine billigen Shampoos mehr, die für 50 Cent, das kannst du vergessen, ne? Du machst dir nur deine Haare. Hallo. Mach wieder hell. Du machst dir nur die Haare kaputt. Ja, es ist einfach so. Nee, von der Pflege her. Aber es muss dir aufgebraucht werden, ne? Adventskalender. Jo. Dann ist noch leer gegangen. Ein mega Softlan Vanille und Orchidee hatten sie im Angebot. Ich glaube, beim Rossmann habe ich mir diese XXL-Pulle mitgenommen. Weichspüler. Ein sensationeller Duft. Da riecht die ganze Bude nach, wenn du da natürlich dir eine Wäsche aufhängst. Ich hänge die bei uns immer im Flur, weil ich A, keinen Bock habe, schon in den Keller zu latschen. Und jetzt im Winter bzw. Herbst kannst du jetzt auch nicht mehr auf dem Balkon hängen. Sonst hängt die Wäsche immer auf dem Balkon. Aber jetzt ist die Zeit dann auch vorbei. Ja, dann von Isana ist leer gegangen Himbeere und Jasmin Rasierschaum.
War vom Geruch ganz okay. Die Pflege war gut. Man konnte sich gut rasieren damit. Ja. Finde ich gut. Gut. Dann von Langhaar-Mädchen das Shampoo Volume Boost Acai-Beeren und Acerola. Ich kann nur diese Langhaar-Mädchen-Sachen total empfehlen. Ne? Finde ich mega toll. Super. Alles davon. Ist total klasse von der Pflege. Morgens Aronal, abends Elmex. Hatten wir jetzt mitgenommen, als wir unterwegs waren. Aronal ist einmal... Nee, warte mal. Doch. Aronal, ich wollte gerade sagen, die fühlte sich noch so voll an. Nein, war nicht. Aronal ist einmal leer gegangen. Oh, was haben wir denn noch? Dann einmal Denk mit Badreiniger Konzentrat. Ich kaufe wirklich immer diese Nachfüllpullen, es sei denn, mir geht meine Flasche kaputt. Hatte ich jetzt beim Fensterreiniger. Musste ich halt eine neue mal holen. Da war der Sprühkopf kaputt, aber sonst behalte ich die halt ewig und drei Tage. Einmal Facel Ultra Binden, die mit Flügeln. Ja, sind leer gegangen. Ich benutze die nicht mehr. Das sind Monikere, die sie bei uns benutzen. So, dann einmal noch Geschirrreiniger Flink und Sauber von Rossmann. Die sind auch, sind immer 6 Stück drin. Günstig zu bekommen. Ich glaube, die kosten immer zwischen 60 und 70 Cent. Also, das reicht auch total. Von Floralis weich und sicher feuchtes Toilettenpapier war aus dem Lidl. Die sind auch gut von der Pflege und vom Geruch her. Dann vom Balea Deodorant Sensitiv 0% Aluminium. Die sind echt gut für unterwegs. Die hatte ich mir ja gekauft, als wir in Salzburg im Urlaub waren, weil das andere Deo ja Käse war und geklebt hat unter den Armen. Und da bin ich eben kurz bei DM rein. Und da wir ja eh nur 3 Tage da waren, habe ich dann gedacht, da reicht so ein kleines. Und das hat auch gereicht. Das war auch super und es klebte nichts unter der Arme. Das wäre ja wahnsinnig. Dann einmal die Always Dailies Slip-Einlagen sind zu Ende gegangen. Und noch einmal Schmutzradierer von Profissimo. Die kaufe ich mir wirklich immer, egal wo ich bin. Dann nehme ich eine Packung mit, außer bei Müller, weil da sind sie mir zu teuer. Ja. Und da haben sie nur die Marke. Oder die von Blink. Aber da hast du, glaube ich, nur 4 Stück drin und hier hast du 6 drin. Für denselben Preis. Und dann nehme ich die auch lieber damit, wenn ich bei DM oder Rossmann bin. Ne? Jo, von CD Deo. Wasserlilie ist alle gegangen. Dieses Sprühdeo, das war auch gut. Toller Schutz. Hast du überhaupt nicht in der Schweiß gerochen? Wirklich toll. Hatte ich, glaube ich, in einer Box drin. Ne? Ja, also super Deo. Und das ist Glas. Das kommt nach vorne hin. Oh, was haben wir denn noch hier drin? Von Palmolive Original Handspülmittel, diese große Variante. Die sind, ist auch immer günstig zu bekommen, kostet glaube ich unter 1 Euro. Und ist halt von der Spülkraft enorm. Dann noch einmal Zahnbürsten. Ja, ich kaufe diese Zahnbürsten grundsätzlich nur, wenn wir unterwegs sind und da übernachten. Also als wir im Urlaub waren, als wir jetzt im Sauerland waren. Ja, da kaufe ich die dann halt und nehme die mit. Ich nehme die elektrische dann nicht mit, sondern diese hier und kaufe immer Mittel, weil die anderen zu hart sind. Und ich, da kannst du zum Verrecken drauf gehen. Ich habe mir jetzt einen Ultraschall gekauft vom, ich glaube, 2 Jahren oder irgendwie sowas, weil ich wirklich das Problem habe, ich drücke unheimlich mit meiner Zahnbürste. Zahnfleischbluten. Ich habe empfindliches Zahnfleisch. Ich hatte die Zahnbürste einmal benutzt, ne? Schon hatte ich wieder Zahnfleischbluten und ich habe wieder zu feste gedrückt. Das ist, ey. Ich kann es mir nicht abgewöhnen. Ich muss es mir aber abgewöhnen. Aber mit der elektrischen habe ich das Gott sei Dank nicht. Dann noch einmal Jessa Big Pack. Auch nochmal hier binden. Ja. Dann noch von Dr. Grandel. Hyaluron glättend aufpolsternd. Nein, da kommen wir gleich zu. Das sind ja die Sachen bei so einer Maskenwoche. Dann noch Verbräse. Verbräse Lufterfrischer extra stark. Kommt sogar noch ein bisschen was raus. Also riecht vom Geruch her super, hat aber, wofür ich es eigentlich brauchte, das nicht entfernt. Da kann ich wirklich nur empfehlen, gibt so ein Special, das habe ich bei Amazon bestellt. Wenn euch ein Malheur passiert ist, irgendwo auf der Couch oder sowas alle, dann braucht ihr auf jeden Fall diesen hartnäckigen Entferner. Den gibt es sogar beim Fressnapf. Gegen Tierurin, Kotze, hast du nicht gesehen. Den musste ich mir dann bei Amazon wirklich bestellen, weil das hat nicht getaucht. Ja,
Dann ein Parfüm noch von David, von Jean und Len, Alchemist. Soho Lounge, Momente ohne Gedöns. Genau, das war wirklich ein ganz, ganz tolles Parfüm. Kann ich euch für eure Männer nur ans Herz legen. Die sind super. Das roch wirklich gut. Upsala. Ja, dann haben wir noch die Always Ultra. Das sind meine, die ich immer benutze. Big Pack. Mit Flügeln. Ich kriege immer nur die mit Flügeln. Ohne Flügel, Moment, die kriege ich, glaube ich, beim Rossmann. Mit Flügel nur beim DM. Ich schneide mir die Flügel immer ab. Weil die mir grundsätzlich am Oberschenkel kleben und das hasse ich. Hoppala. Nee, das muss ich nie haben. Aber deswegen nehme ich die meistens immer beim Rossmann mit. Ohne Flügel. Ja, die dazugehörige, das dazugehörige Shampoo von Isana aus dem Adventskalender ist auch leer gegangen. Ja, wie gesagt, die Pflege war jetzt nicht so toll. Dann dieses Aurica Aura Body Mist Spray. Das war, erst hast du gedacht hier, boah, das riecht aber gut. Ne? Und dann hast du dir das aufgegeben auf den Körper und dann war das überhaupt gar nicht mehr mein Geruch. Ich habe es aber trotzdem aufgebraucht, weil es halt, ja, es war tropisch. Ich mag das eigentlich so nach Kokos und diese Mischung, aber das auf dem Körper, das war nicht mein Duft. Nee, aber ich habe es trotzdem aufgebraucht. Ja, dann als nächstes habe ich die Spülung von diesem, tja, wie es auch immer heißt. Da ist das vorne schon ganz abgegangen. Und ja, die Spülung hat halt so einen großen Puffel. Und war jetzt halt vom Geruch, ja, okay, kannst du nehmen. Miro Oh La La de Femme Parfum. Ist Lehrgang, fand ich wirklich gut. Ja, war gut. War gut, habe ich noch eins, aber nicht dasselbe. Aber das war auch gut. Das hat man, glaube ich, mal in eine Pinkbox, ne? Und, glaube ich, noch in einer anderen Box. Ja. So, oh, ja, ich sage ja, die Box ist schon wieder voll, ne? Von Gliscor Hair Repair Summer Repair Pflegeshampoo hatten wir auch in der vorigen Pinkbox? Ich glaube ja, ne? In der Pinkbox drin. Ja, das war von der Pflege. Mega. Vom Geruch mega. Ja, tolles Shampoo. Leider, ich hätte gerne noch die Spülung dazu gehabt. Aber wir hatten ja dieses Spray. Und dieses Spray habe ich mir natürlich auch mal in die Haare gemacht. Aber nicht in die nassen Haare. Macht es nicht in die nassen Haare. Ich habe es jetzt in die trockenen Haare mir gemacht. Und da ist es viel besser von der Pflege. Aber in nasse ist das nicht so toll. Einmal Toilettensprüh Sweet Love ist auch leer gegangen. Jupp. So, was haben wir denn hier noch Gutes? Dann noch ein Parfüm von David. Ja, wenn, dann geht immer alles auf einmal leer, ne? Das ist das UDV Wild oder Toilette. Ja, das hole ich. Also ich habe ihn jetzt auch eins davon. Das ist jetzt Wild. Ich habe ihn jetzt das hellere Blau geholt. Für die Arbeit. Er sagt immer, für die Arbeit reicht das. Da braucht man keine teuren Parfüms. Er hat nämlich auch dieses Job. Ne, ihr kennt dieses lilane Job. Oh, das ist so mega. Aber das braucht er wirklich nicht für die Arbeit, sondern nur privat. Dann einmal Dontodent Zahncreme Clear Fresh. Ja, dann hatte ich noch einen Adventskalender. Den hatte ich ja Accentra. Ja, das war das Shampoo Happy Holidays Berry und Vanilla Shampoo. Ja, für meine Haare war das gar nichts. Das war noch schlimmer wie das von Isana. Nein, aber ich habe es trotzdem aufgebraucht. Und das war ein schönes Schauergel. Hatte ich, glaube ich, in den Glossy-Boxen aus Norwegen, Schweden, irgendwie da. Ja, Bali Breeze Schauergel Special Edition war ein richtig tolles Duschgel über den Sommer. Habe ich echt gerne gebraucht. Dann... Oh, Leute, es nimmt kein Ende. Ja, leer gegangen ist auch dieses Airwick für die Steckdose. Kann ich euch nur empfehlen. Habe ich jetzt im Wohnzimmer. Das ist echt gut. Aber ist glatt. Ist auch nicht teuer. Ne? Sonst ist Airwick ja immer teuer. Das nicht. Gliscor SOS Intensivkur für die Haare. Habe ich leer gemacht. Sind 20 Milliliter drin. Habe ich, glaube ich, für zwei Anwendungen gebraucht. Ja. Echt von der Pflege auch super. Happy Holidays, ja, ein Badesalz, auch aus dem Adventskalender habe ich leer gemacht. Das war ganz gut. Vom Duft her weißer Tee, ja,
hat zwar keinen Schaum gemacht, aber kannst auch nicht alles haben im Leben, ne? So. Das haben wir aussortiert. Das auch. Das ist leer gegangen. Ocerin Hyaluron Filler. Schwör ich ja drauf. Sind ganz, 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 ganz tolle Serien. Super. Kommt ja, glaube ich, auch nur in der Apotheke. Dann das Dior Homme Männerparfüm. Das war eine Probe. Auch alle. Ja, und dann melde ich mich gleich wieder. So, da bin ich wieder. Und weiter geht's noch. Wir haben noch ein bisschen was hier drin. Aufgebraucht habe ich noch die Haarkur von Swiss Opal Intensivstruktur. War jetzt okay, aber nicht so meins. Hoppala. Dann M. Asam Aqua Intense Reinigungsgel ist jetzt leer gegangen. Hat mir ja, mein Make-up auch gut runtergeholt, aber was ist der? Ich weiß nicht, war das der Geruch? Nee. Also das fand ich echt gut vom M. Asam. Ja, Reinigungsgel hat gut funktioniert. Hier habe ich noch mal ausgemistet. Dann, ja, Perlen. Badeperlen, you are amazing. Ist auch leer gegangen. Hatte ich einmal in einen, ja, Pflegebad noch reingemacht. Jetzt sehe ich natürlich, dass mein Akku leer ist. Dann wechsle ich den mal eben und dann bin ich wieder für euch da. So, da bin ich wieder mit gewechseltem Akku. Ja, das wird, glaube ich, auch wieder ein XXL aufgebraucht Video. Ich werde mir das jetzt hier mal alles rausholen, was hier noch drin ist. Ich habe noch aufgebraucht Apfelblüte Frühlingshaarkur, Einwirkzeit ca. 2 Minuten. Diese Haarkuren kann ich euch echt nur empfehlen. Die sollte man wirklich so ein bis zweimal die Woche machen. Die sind echt super und die kosten auch nicht viel, ne? 40 bis 60 Cent. Das war falsch. Egal. Badekristalle, wünscht dir was mit Vanille und Muskat. War das, was so extrem nach Weihnachten gerochen hat? Oh ja, wow. Leute, das ist der Hammer vom Geruch her. Das müsst ihr euch holen, wenn ihr total auf Weihnachtsgerüche steht und darin baden wollt. Dann müsst ihr euch das holen. Aber hier haben wir nämlich noch was drin. Dann ist die Tasche nämlich leer. So. Hallo? Doch. Noch ein Parfüm, Libre oder Parfum, ist auch leer gegangen. Das war auch so ein kleiner Tester. Dann von Isana Soforthilfe Haarkur Blond und Glanz. Ja, die war ganz okay. Kann man nehmen. Dann von Alverde die Feuchtigkeitshaarmaske Bio Kokos. War auch von der Pflege okay für trockenes und strapaziertes Haar. Dann von Polar. Mein Gott. Die Hautcreme. Die Tagescreme. Ich habe noch nie so eine gute Tagescreme gehabt wie die von Polar. Muss ich echt sagen, wird ja so gehypt. Eine Ice Surge Moisturizing Cream. Mega. Mega. Die hat meine Haut gepflegt den ganzen Tag. Ich war begeistert. Begeistert von der Polarcreme. Was haben wir denn noch hier? Ich glaube, jetzt kommen wir nur zu den Masken. Genau, dann habe ich natürlich auch was aus. Ja. Ich habe natürlich auch was aussortiert, was abgelaufen ist, was ich mir jetzt auch nicht mehr irgendwo hinschmieren möchte. Ich erzähle euch gleich auch warum. Aber jetzt kommen wir erstmal hier noch zu, ja, zu Dr. Grandel Hyaluron. Die habe ich aufgebraucht in einer Maskenwoche. Habe ich drauf geschrieben, sehr tolle Ampulle, Wahnsinnspflege, 1++++. Und du hast einen Mega Glow, was man natürlich wahrscheinlich hier sehen kann. Ne? Also, ja. Ganz toll. Ich schreibe mir das natürlich immer hinten drauf, weil, ja, immer aufgebraucht halt 4 Wochen alt ist und ich mich dann auch nicht mehr erinnern kann. Ich bin ja auch nicht die Jüngste, ne? Dann haben wir die Maske hier von Balea, die Tuchmaske. Ich habe überhaupt Purzelhaare. It's always me time. Fleece ist viel zu dick, aber tolles Serum und Pflege. Also, aber tolles Serum und Pflege. Aber ist durchgefallen. 5-. Ja, nicht so toll, ne? Dann die Cadea Vera glättende Hydrogelmaske. Viel zu groß, riecht super, aber zu wenig Serum. Auch durchgefallen.
Dann haben wir die Watermelon Fruity Face Cheat Mask. 1A Maske, tolle Pflege, reichlich Serum. Die ist von Action, wollte ich nur sagen. Dann, ich habe noch hier ein süßer Winterzauber, Badeschaum wärmt und entspannt mit Bratapfel, Vanille und Zimt. Hat aber, glaube ich, nicht so intensiv gerochen wie die andere Tüte. Nee, hat nicht so intensiv gerochen, aber geht eher so in die Fruchtigkeitsabteilung. Dann noch von Cadea Vera ein Fresh Cactus, die Fresh Cactus Tuchmaske. Sehr schön, tolle Feuchtigkeit, Platz 1 an Tag 3, weil die anderen davor schon durchgefallen sind. Ja, dann haben wir die Prep and Perfect Illuminating Priming Sheet Mask. Das war die von Primark. Da habe ich einfach nur drauf geschrieben, der Knaller. Für 90 Cent. Für 90 Cent der Knaller, wer hätte das gedacht? Mega. Ja, die Swiss Opal Haarkur, ne? Also steht doch hinten drauf. Sehr gute Pflege fürs Haar. Ja, wie gesagt, ich habe so viele ausprobiert, ich weiß das nicht mehr. Aber die ist auch sehr günstig zu bekommen. Das ist Papier. Dann haben wir noch von Balea Tuchmaske Sunnyside. Falls ihr die irgendwo seht, kauft sie euch noch. Das war eine Limited Edition. Manchmal sind die noch auf diesen Wühltischen. Sehr pflegend. Eine 1++, kühlend und belebend. Jupp. Ist natürlich alles in meiner Maskenwoche. Seht ihr dann natürlich ausführlich. Und dann habe ich von Ciaia eine Manuka Honig Anti-Akne Face Mask. Das war eine Crememaske. Sehr angenehm, toller Duft nach Honig. Ja. Jo. So, dann war es das jetzt mit den Aufgebauten. Jetzt habe ich aussortiert. Ich habe nämlich hier in der hintersten Ecke irgendwo noch diese iPads gefunden, sind aber abgelaufen. Cucumber Under iPads, die kommen dann weg, weil ich muss euch nämlich erzählen, ich hatte in einer Maskenwoche, weiß jetzt nicht, ob die schon online ist oder auch online kommt, schon online war, hatte ich eine allergische Reaktion auf eine Tegelmaske. Das war ganz schrecklich. Ganz, ganz schrecklich. Deswegen nehme ich nichts mehr Abgelaufenes oder irgendwas in meinem Gesicht. Ihr werdet es sehen. Ich war erst begeistert von der Maske und auf einmal macht's Bäm und da habe ich gemerkt, da stimmt was nicht. Aber das seht ihr dann alles in dieser Maskenwoche. Deswegen alles, was abgelaufen ist und mit meinem Gesicht zu tun hat, Eincreme, Maske, kommt weg. Die beiden habe ich auch noch gefunden. Die kommen auch weg. Dann ist auch abgelaufen die Balea Moon Milk Mask It's a Magical Time mit Mandelmilch und Zimtgeruch. Hatte ich, ich sehe von wo ist ja im Adventskalender oder davor, ich weiß es nicht, auf jeden Fall kommt es weg. Dann noch die Alterra Naturkosmetik, das ist, wenn man so viele Masken kauft, ne? Dann läuft auch mal was ab, leider. Ja, die ist auch abgelaufen, 8.2021 Hydro-Tuchmaske, weg. Dann sind die drei mehr abgelaufen, was ich sehr schade finde, aber die sind jetzt auch schon mal länger abgelaufen. Im März 2021, die hatte ich mir bei Amazon mal bestellt. Das sind einmal diese Tiermasken. Dann hast du einmal den Panther, dann hast du den Panda und noch den Tiger. Aber wie gesagt, ich möchte mir wirklich nichts mehr im Gesicht packen, was abgelaufen ist. Das geht einfach nicht. Nee, ich möchte nicht nochmal so eine Reaktion haben. Das war schrecklich. Ich habe schon gedacht, ich kriege keine Luft mehr. Und dann habe ich noch aussortiert, auch von Balea, die Gesichtsmaske It's a Magical Time. Ja, das ist so eine Crememaske, die auch abgelaufen ist und im Adventskalender war, voriges Jahr. Und noch ja, von Kneipp einen einen Lippenpflegestift. Den habe ich jetzt ein Jahr in meinen Arbeitsklamotten gehabt, auch immer jeden Tag benutzt, wegen der Kälte auf der Arbeit. Aber irgendwann ist dann auch mal gut und dann muss auch mal ein neuer ran und der ist jetzt bei mir. Und deswegen habe ich den auch mal ausgesondert. Ja, das war's mit dem Aufgebraucht. Ha, das war wieder XXL. Und ja, ich habe natürlich auch wieder was für euch, denn ich habe wieder aussortiert, was natürlich noch gebraucht werden kann. Und das ist natürlich hier in dieser Box drin. Und ich werde euch jetzt zeigen, ja, was ich da reingetan habe. Und wenn ihr Interesse an einem Teil habt, schreibt es mal einfach unten in die Kommentare, wie all die Monate davor auch. Und dann entscheidet das los. Genau. Also wir fangen jetzt einfach mal an mit dem Alterra Naturkosmetik Anti-Stress Primer Lavendel Primer. Besonders ein Primer. Primer Lavendel für die optimale Vorbereitung auf ihr Make-up mit Bio-Lavendel von Rossmann.
Das war mir zu lavendelig. Ui, das war mir zu viel Lavendel. Auf einmal, das war mir too much. Deswegen werde ich das aussortieren. Hatte ich nur einmal benutzt. Und ja, 28 Milliliter sind jetzt nicht mehr drin, aber ich habe es nur einmal benutzt. Ne? Dann sortiere ich noch aus den Estee Lauder Concealer, den ich bei meinen Abo-Boxen-Make-up geschminkt. Der ist mir einfach zu dunkel. Der hat auch nicht funktioniert mit Mischmasch mit meiner Foundation. Nein. Das ist 3C Medium. Ne? Also ich kann das definitiv nicht tragen. Ich bin dafür viel zu hell. Und deswegen gebe ich den an euch weiter. Wer da Interesse hat, und ich bin sowieso kein Concealer-Freund, werde ich nie werden. Der hat sich auch abgesetzt bei mir. Funktioniert einfach nicht. Aber wer Interesse hat, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Einmal gebraucht. Dann habe ich noch eine Mascara für euch. Die Alterra Naturkosmetik Curvy Mascara Berry Power mit geretteten Bio-Aronia-Beeren und Hyaluron. Die habe ich einmal benutzt für einen Schminki. Hat bei mir nicht so funktioniert, wie ich es gerne gehabt hätte. Aber riecht auch wirklich nach Beeren. Tolle Pflege, aber macht mir leider nicht genug für meine Wimpern, genug Bäm. Deswegen geht sie an euch. Dann habe ich eine Palette da drin. Da muss ich zu sagen, da ist der Verschluss kaputt. Der geht immer ein bisschen auf. Ist wieder so ein Donut, aber mir einfach nur zu dunkle Töne drin. Ne? Da haben wir 5 Töne. Das ist die I Love Revolution Schokolade Karamell Palette mit einem Spiegel auch noch dabei. Ja, also das ist die Palette. Matte Töne, etwas Glitzer, auch was Helles. Ja. Also, ne, die dabei. Dann haben wir noch ein Lippi. Und zwar von Hypoallergenik. Hypoallergenik Ultra Matte Liquid Lipstick. Den hatte ich auch einmal gebraucht. Und ja, matt und ich, ne. Ja. Obwohl, den ich jetzt auf den Lippen habe, ist auch matt. Aber finde ich okay. Aber der ist mir einfach... Ach, der riecht ja wieder zuckersüß. Aber der ist mir einfach zu dunkel. Guckt, also so sieht der aus, ne? Der ist so dunkel. Und damit ihr es seht, vom Außen sieht der jetzt nicht so dunkel aus, aber wirklich so dunkel. Und wirklich einmal nur gebraucht und danach natürlich sauber gemacht. Ja, das ist der. Und dann habe ich zum Schluss noch eine kleine Palette für euch. Und zwar von Manhattan. Die Eye-Mazing Effect Eyeshadow Palette. Ja, die ist mir einfach zu klein. Ich habe da nicht so viele Möglichkeiten mit. Und deswegen kommt sie weg. Ich lasse euch den Pinsel hier oben drin, packt ihr mal eben raus, damit ihr das alles sehen könnt. Einmal benutzt, aber wirklich, mir fehlen so die, du kannst dich auslassen, Möglichkeiten. Ne? Deswegen kommt sie weg und ja, falls da einer Interesse hat, der darf sich da gerne bei mir unten in den Kommentaren melden. Und diesmal habe ich nämlich 2, 4, 6 Sachen für euch. Ja, die habe ich natürlich immer hier in meiner Box drin. Und wie gesagt, falls ihr Interesse an einem Produkt habt oder an mehreren, schreibt es unten einfach in die Infobox und ich werde dann sehen, das los entscheidet dann natürlich. Das war mein Aufgebraucht-Video für den Monat Oktober. So, jetzt haben wir es. Und das war wieder ein XXL, so wie ich das sehe. Ja, jetzt können wir davon neu anfangen. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zusehen. Danke, dass ihr immer so zahlreich einschaltet. Das freut mich unheimlich, dass ihr mich so unterstützt. Ich habe immer noch die besten Abonnenten der Welt, das weiß ich. Und ja, meine Lieben, ich grüße euch alle. Jeder kommt ein Kussi und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.